Grundlagen des Gesichterzeichnens und das ganz ohne mit einem Kreis zu beginnen. Mal ein etwas anderer Ansatz, aber aus meiner Sicht perfekt für den Einstieg. Eigentlich ist es ganz einfach. Ich zeig's euch. Die Technik basiert übrigens auf der Arbeit von Andrew Loomis. Da diese Abbildung aber recht komplex ist, bauen wir die mal Schritt für Schritt ganz einfach nach, damit klar wird, wie man ein Gesicht aus so einem Raster heraus entwickelt. Alles geht los mit einem Strich und diesen Strich ergänzen wir um einen zweiten Strich. Auch wenn es jetzt noch nicht so scheint, aber damit haben wir uns festgelegt, für alle Proportionen, die nun folgen. Denn dieser Abstand dient uns jetzt als Maßstab. Wir nehmen ihn also und tragen ihn noch einmal oben drüber ab. Diese drei Striche teilen wir dann in der Mitte, bis eine Art Fenster entsteht, dem aber noch der Rahmen fehlt. Auch da nehmen wir wieder den Abstand zwischen zwei Linien und tragen ihn erneut einmal links und einmal rechts vom Mittelstrich ab, bis wir ein Quadrat haben, das in der Mitte ein Kreuz aufweist. Danach setzen wir dann wie beim Tetris-Spielen einen weiteren Block oben auf unser Quadrat drauf, sodass wir drei gleich große Bereiche haben. Und ihr könnt euch sicherlich schon denken, das sind die drei Hauptteile des Gesichts, die alle etwa gleich groß sind. Denn bei so einem Standardkopf kann man Stirn, Augenbraue und Nase und Kinn auf diese Weise anlegen. Da das aber nur ein Teilbereich ist und wir den übrigen Teil des Kopfes ja auch noch brauchen, müssen wir den noch ergänzen. Und das geht so, dass wir den unteren Kasten mit einem Strich in der Mitte teilen. Auf diesem Strich sitzt später dann der Mund oder der untere Teil der Unterlippe, aber dazu dann gleich mehr. Zunächst nutzen wir den neu entstandenen Abstand, um damit weiterzuarbeiten. Also wieder den abmessen und jetzt den gleichen Abstand nochmal oben drauf setzen. Wichtig, wirklich neu oben drauf setzen und nicht den Block hier halbieren, dann funktioniert's nämlich nicht. Da dieses Gebilde aber noch ein bisschen schlank für einen Kopf ist und wir später ja nicht so einen Eierschädel haben wollen, nehmen wir jetzt den Abstand des schmaleren Kastens und setzen den jeweils links und rechts an die Seite dran. Damit ist dann auch der Umfang des Kopfes geschaffen und es kann fast losgehen mit der Ausarbeitung. Doch zuvor nehmen wir von dieser kompletten Länge hier jetzt nochmal die Hälfte. Das ist nicht die Linie hier, sondern wir müssen noch ein Stück darunter zeichnen. Das macht so, ja, ungefähr ein Viertel des Kastens aus. Darauf kommen jetzt nämlich gleich die Augen. Zuvor nehmen wir aber von diesem Kasten hier nochmal ungefähr die Hälfte, wobei ihr den oberen Bereich schon ein bisschen größer machen könnt. Darauf befindet sich dann später die Mundöffnung. So, nun ist das Gerüst aber wirklich fertig und wir können uns an die Ausarbeitung machen. Hier fangen wir mit den Augen an, deren Position wir erstmal suchen. Dafür unterteilen wir die kleineren Balken hier jeweils in der Mitte und dann von da aus auch nochmal jeweils die Hälfte, bis auf jeder Seite vier gleich große Kästchen vorhanden sind. Auf Kästchen 2 und 3 setzen wir dann jeweils einen Bogen und das Ganze dann auch nochmal unten drunter, bis halt ein Auge entsteht oder zwei Augen. Auch hier wieder wichtig, die Augen sitzen nicht auf der Linie oben drauf, sondern direkt auf der Mitte. Beachtet das, damit alles im Rahmen bleibt. Stark, oder? Nur ihr kennt das Geheimnis. Nun verlängern wir die Striche an den Innenseiten der Augen, bis wir die untere Linie von Kasten Nummer 2 erreichen. In diesem Bereich befindet sich die Nase. Für die Nasenspitze markieren wir uns im unteren Viertel ein Rechteck, in das wir dann drei Kreise zeichnen, oder eher ein Oval, das links und rechts jeweils noch einen Kreis dran hat. Als nächstes verlängern wir die Striche, die von der Mitte der Augen ausgehen, und zwar so weit, bis wir die beiden Linien erreichen, die wir zuvor schon in den Kasten Nummer 3 eingezeichnet haben, wo sich später der Mund befindet. So wissen wir dann, wie breit die Lippen ungefähr werden. Die Mundwinkel reichen nicht ganz bis zu den Linien, sie geben uns aber einen schönen Anhaltspunkt, an dem wir uns orientieren können. Dann zeichnen wir auch schon die Lippen ein. Die Unterlippe in diesem Bereich hier, wobei die Krümmung bis auf die zweite Linie reicht und die Oberlippe dann ein bisschen kleiner darüber. Zwischen Oberlippe und Nase vermerken wir anschließend diese kleine Falte hier und dann arbeiten wir mit ein paar schnellen Strichen die Nase aus. Zunächst die Nasenflügel, dann die Spitze oder umgedreht, wie ihr das machen möchtet und als nächstes dann den Verlauf des Nasenrückens, den ich aber nur leicht andeute und nicht komplett bis zu den Augen hochzeichne. Sondern dort kommen nur zwei solche Krümmungen hin, die eine Verbindung zu den Augenbrauen herstellen. Und die setzen wir dann auf die Linie, die sich oberhalb der Augen befindet, die wir ganz am Anfang ja schon als Augenbrauenlinie ausgemacht haben. Nun die Augen einzeichnen. Wichtig, die Iris nicht komplett rund hinzufügen, sondern so, dass sie von den Oberlidern leicht abgeschnitten wird. Dann sieht es entspannter und natürlicher aus. Anschließend noch die oberen Lidfalten einzeichnen und dann steht das Gesicht an sich bereits.
Nun fehlt noch die Umgebung, also der Kopf, der alles fasst und dafür sorgt, dass die übrigen Bestandteile nicht irgendwie in der Luft hängen. Und auch hier liefern uns die Kästchen wieder schöne Anhaltspunkte, die dafür sorgen, dass der Kopf von den Proportionen her auch zum Gesicht passt. Um dem Bild den letzten Schliff zu verpassen, müssen wir nur noch ein paar Einzelheiten einzeichnen. Zunächst zeichnen wir hier unten das Kinn ein und dann links und rechts von der Nase zwei leicht schräge Striche, die auf das Kinn zulaufen. Den beiden Strichen dann auf Höhe der Unterlippe einen Knick verpassen und sie mit dem Kinn verbinden und schon ist der untere Teil eigentlich fertig. Dann kommen links und rechts noch die Ohren dazu. Die reichen von der Augenbrauenlinie bis zur Nasenlinie herunter und ziehen sich fast bis zum äußeren Rand des kompletten Rechtecks. Die können dann noch ein bisschen ausgearbeitet werden, wie ihr das möchtet, und anschließend noch den Schädel ergänzen, indem wir die Krümmung von einem Ohr zum anderen herüberziehen. Dabei nicht so weit nach außen kommen wie bei den Ohren, sondern sich ungefähr auf der Mittellinie des längeren Kästchens orientieren. Hier oben kommt dann der Haaransatz hin, wo wir ein paar einzelne Strähnen andeuten können. Und auch seitlich an den Schläfen können wir uns wieder an den Linien entlang arbeiten und auch wieder einzelne Striche andeuten. Anschließend verlassen wir mal noch das Kästchen und zeichnen noch unten den Hals dran. Und schon haben wir ein komplettes Standardgesicht erstellt, das man nur noch detailliert ausarbeiten kann, wenn man das denn möchte. An sich eine sehr schöne Übung, um Proportionen zu lernen, zumindest von vorne. Aber auch seitlich kann man sich an diesen Linien orientieren, da die Abstände ja gleich bleiben. Das kann man so natürlich nicht eins zu eins auf echte Gesichter übertragen, doch wenn man weiß, wie die Abstände ungefähr beschaffen sind und an welchen Stellen man Anhaltspunkte zum Zeichnen suchen muss, fällt es wesentlich leichter, dieses Gerüst so abzuwandeln, dass es sich auf natürliche Weise anpassen lässt. Denn Gesichter weisen nicht immer die gleichen Abstände auf. Mal ist die Stirn kürzer, mal die Nase länger, doch ihr könnt immer im Vorfeld nach diesen 8 Linien Ausschau halten und sie zunächst für euch markieren. Dann wird es euch wesentlich leichter fallen, proportionsgetreu zu zeichnen. Und das alles dank der Andrew-Loomis-Methode. Falls ihr übrigens zu der noch mehr wissen möchtet, schaut gerne mal in diese beiden Videos hier rein. Da habe ich zum einen die Methode an sich vorgestellt, wie man halt Gesichter zeichnet, und zum anderen einen kleinen Einblick in das Buch gegeben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und natürlich auch viel Spaß beim Zeichnen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Stark, oder? Probiert's einfach selbst.